Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dark Watch. Im letzten Part haben wir die Stadt erreicht, wo sich Thala aufhalten soll. Und ja, wir werden jetzt mal bei ihr mal hingehen und mal am Zaun rütteln. Ach, das sind meine Lieblingsgegner. Ja, komm, mir los, los. Unfaires Stück. Oh. Jetzt aber. Boah. Gott sei Dank. Aber wo ist der Kunde jetzt hier mit seinem Schrotgewehr? Das hätte ich gern. So, weg mit euch hier, ihr Bauern. Gut, ja. Schönes Wohnhaus, kann man sagen. Zwar alles tot. Und voller Geister. Und Gerüppel, Gerüppel. Erlöser? Ne, wir bleiben bei Schrotgewehr und, unseren. In Anführungsstrichen Granatwerfer. Gut, noch jemand. Ach, ist das süß, der kommt hier mit seinem Hackebeil. Und wieder nächste Sektion. Es müsste jetzt da sein, wo der ganze Boden voller Lava ist. Dann müssen wir über die Häuserdächer springen. Moment. Ah. Nicht, wenn das Mikro auf einmal runterfällt. Da habe ich nämlich sehr viel Schiss vor. Au, Mensch. Okay, da könnten wir das Scharfschützengewehr gebrauchen. Wo ist das Schrotgewehr? Scheiß drauf. Erstmal nehmen wir das Präzisionsgewehr nochmal und machen alles nieder. Das war die falsche Taste, weil ich es immer noch gewohnt bin, mit einer anderen Taste zu zielen. Okay. Nee, ich will den Granatwerfer in Anführungsstrichen. Oh, ist das dein Ernst hier? Schmeiß mich doch jetzt nicht zu, spielen mit diesen scheiß Spengies, ey. Digga, hallo! Meine Fresse, ey! Das bedeutet, ich kann diesen scheiß Raketenwerfer wegtun. Das bringt nichts.
weil ich keinen Platz habe, um den zu verwenden. Lass mich doch mal deinen scheiß Kopf treffen, Junge! Die haben mich da eingesperrt. Aber jetzt wäre ich übermütig hier. Ich merke es langsam selbst. Ich muss gucken, dass ich die zwei Banshees so hinkriege. Ich kann hier aber auch nicht kämpfen, ey. Ich habe zu wenig Platz zum Ausweichen. Ich meine, die normalen Banshees sind um einiges besser, da wenn man halt auf den Kopf schießt, sind sie sofort tot. Gut, hier haben wir den Präzisionsgewehr. Okay, der hat da ein bisschen rumgebackt. Hör auf zu sch... Du blöde Kuh. Sonst die ganze Zeit wollte er hier ankommen, ey. Im Nahkampf. Und jetzt traust du dich nicht. Ach, Mann, ey. Okay, jetzt brauche ich unbedingt eine andere Waffe. Nein, 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 nein. Oh, ey. Alles hier voll. Da unten ist wieder Banshee. Ach, da. Lass mich mal. Schickt mir alle Gegner, aber nun keine Geister-Banshees. Ganz ehrlich. Das sind die letzten Gegner, die ich haben will. Und ich habe keine andere Waffe, ey. Oh, das war direkter Treffer. Glaube ich jedenfalls. Oha. Ist die Waffe doch nicht so kacke. Oh, ich kann mich mal irren. Da ist noch ein Siegel. Wir haben es bald geschafft. Was? Kontrollpunkt, sehr gut. Ja, man, versuchen wir es mal. Okay. Das funktioniert so nicht.
Muss auf jeden Fall. Ich darf mich nur nicht in die Ecke drängen lassen. Ja. Wenn ihr nicht näher kommt, können wir die besten Freunde bleiben. Reicht das? Jawohl. Ah! Oh nee! Jetzt aber. Boah! Sehr gut. Da ist etwas Böses auf der anderen Seite des Portals. Ich glaube, das müsste jetzt der Endkampf sein. Was ist das denn auch? Das Ende einer Welt und der Anfang einer neuen. Lazarus hatte einen Traum. Er wurde hier unsterblich und von hier aus wollte er die Welt erneuern. Nur die Zeremonie muss noch vollzogen werden. So war es vorherbestimmt. Nein, er ist nicht wie du. Er ist nicht so weit gegangen, um alles wegzuwerfen. Zeit für ein Spiel. Zeit für den Tod. Ende der Schienenstrecke. Der Bosskampf. Der unterscheidet sich auch kaum von dem Lazarus-Bosskampf. Nur man kann ihre. Es läuft alles nach Plan, Jericho. Man kann halt ganz gut ihre Angriffe ausweichen. Du enttäuscht mich. Können wir jetzt noch mal kurz drüber quatschen, dass ich keine Munition mehr habe? Du steckst voller Überraschungen, Jericho. Bestimmte Überraschung hast du schon gesehen. Ich hatte mehr erwartet. Immerhin gibt mir das nochmal. Jetzt hat sie hier größere Geschosse. Bei einem bestimmten Ding hat dir meine Pistole aber gefallen. Hin? So leicht. Mensch, schwebt doch nicht andauernd nach oben hier. Kämpft wie ein richtiger, ich meine wie eine richtige Frau. Warte mal, hier war doch Erlöser. Oh, das hat aber ordentlich Schaden gemacht. Ich habe jetzt mal die Fähigkeit eingesetzt. Also, das ist jetzt nicht übel. Du hättest die Welt an meiner Seite regieren können. Nein.
Ist das alles, was du drauf hast? Boah, Alter. Warte mal, wir haben doch genau. Ich wollte jetzt aber schon mal alles auffüllen. Verdammt, bist du hässlich. Wie bitte? Das ist Mobbing. Zur Strafe wird geballert. Tust du auch was? Oder blutest du nur so vor dich hin? Mann, ich muss näher ran. Ich biete dir die Welt. Und du wählst sie? Oh, Digga. Geh doch mal vor. Nee, doch nicht von vorn. Das ist gut. Das gefällt mir. Vor allem, ich bin der Einzige, der kämpft und unsere Geisterfreundin wird andauernd erwähnt. Dessen Namen ich aber auch wieder vergessen habe, muss ich sagen. Ist das alles, was du drauf hast? Wir könnten mal die Schrot nehmen, wenn die dir besser passt. Tust du auf was? Oder blutest du nur so vor dich hin? Stirb. Verdammt, bist du hässlich. Dass die mich immer beleidigen muss. Ich habe ihr nichts getan. So leicht. Nein, 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 nein. Das wird nicht reichen. Mist. Jetzt vielleicht. So, stirb, 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 stirb. Boah, ey, das haut aber auch rein, die Fähigkeit, ey. Das hat sich wirklich gelohnt. Ist das alles, was du drauf hast? Wo ist das da? Jetzt habe ich alles mitnehmen. Wir sehen uns in der Hölle. Wir sind in der Hölle, die ihr heraufbeschworen habt. Ruhiger weiter stehen bleiben können, da hätte ich dich schön abknallen können. Kommt näher und stoppt. Falsche Wahl, Cross. Wie immer. Jetzt. Oh. Ende im Gelände. Jericho, Zeit nach Hause zu gehen. Der Fluch ist gebannt. Vergiss mich nicht.
Ja, Leute, das war Dark Watch. Ein kleines, feiner Shooter. Ganz ehrlich, man muss nicht so viel erwarten von dem Spiel, aber es macht dennoch Spaß. Ja, war ein bisschen knifflig, gerade gegen Lazarus, muss ich ganz ehrlich sagen. Lazarus war auf jeden Fall schwieriger als Thala, muss man sagen. Und der Unterschied zwischen dem guten und dem bösen Ende besteht eigentlich nur im Bosskampf. Hätten wir uns dafür entschieden, Lazarus Seele und als Vampir zu bleiben, hätten wir gegen unsere Geisterfreundin gekämpft. Und das wäre, also der Bosskampf wäre in Anführungsstrichen gleich gewesen, nur der Gegner hätte sich geändert. Und ihr könnt ja jederzeit dann diese Cutscene auf YouTube schauen, die wird es wahrscheinlich geben. Und ich kann auch nur abschließend noch dazu sagen, solltet ihr Bock haben, dieses Spiel irgendwann mal zu spielen, und ihr habt einen Kumpel, der will das vielleicht auch spielen, kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt die PS2-Version. Einfach, weil man da die Kampagne in Koop durchspielen kann. Während die Xbox-Fassung nur so Team Deathmatch und sowas bereithält und kein Splitscreen-Modus für den für die Kampagne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so für so ein Shooter, der damals rauskam, braucht es auch kein Nachfolger oder Remake oder ähnliches. Es ist in Ordnung, so wie es ist. Ne? Wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat und so. Und ja, man kann es innerhalb, wenn man gut ist, in einem Tag vielleicht auch zwei, drei, je nachdem, wie man sich Zeit lässt, sich Zeit lassen, um es durchzuspielen. Und mich würde mal interessieren, wie ihr dieses Spiel fandet. Jetzt nicht nur vom Commentary her, sondern auch vom Setting und alles Mögliche. Ne? Ich meine, Halo-Parallelen waren gegeben, dass man halt ein Schild hat, man hat dann sein normales Leben, man kann in große Reichweiten springen. Das Waffenarsenal war jetzt auch nicht so groß, aber die Waffen, die man hatte, waren in Ordnung. Bis auf die Armbrust, die ich ja großartig nicht verwendet habe, weil einfach, nee, da bin ich kein Freund von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, ich hoffe, wir werden uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Und in dem Sinne, haut rein und ciao.